ihr noch nicht wisst, was ihr für den Sommer nähen sollt, dann bleibt dran, ich habe mich ein paar Ideen für euch gesammelt. Fangen wir doch mal an mit diesem süßen Hippie-Zweiteiler. Und zwar besteht er aus Hose und aus diesem super schönen Shirt. Das war ein Schnittmuster aus der Little Darling. Ich verlinke euch das Ganze auch mal unten. Habe ich für meine Tochter genäht vor 2 Jahren und es ist super süß. Die Shorts, die ist so schön gerafft an den Beinchen und auch oben am Bund. Und das Oberteil, das kann man sowohl als gerade die Träger machen oder auch am Rücken überkreuz. Und es ist ein richtig süßes Outfit für den Sommer. Was ich auch schön finde, ist, dass man das Ganze aus Webware nähen kann. Also man kann es aus Leine nähen oder auch aus Baumwolle. Und deswegen finde ich das Ganze auch super. Man hat ja oft nicht so viele Sachen für Kinder, die aus Webware genäht werden. Deswegen ist das ein super schönes Teil. An den warmen Tagen ist man ja auch öfter draußen unterwegs und ja, man trifft sich gern mit anderen Leuten, man verbringt gern viel Zeit in der Natur und picknickt auch super gerne. Und aus Erfahrung weiß ich, dass wenn Kinder eine Picknickdecke, alles am Essen liegt da rum, dass es nicht so gut ausgeht. Und deswegen ein kleiner Tipp, nochmal eine extra Decke mitzunehmen oder auch eine extra Krabbeldecke, worauf dann die Kinder mit ihren Spielsachen spielen können. Und da habe ich die Regenbogen-Krabbeldecke genäht. Die ist richtig süß, die kann man aus verschiedenen Stoffresten auch zusammennähen und auf jeden Fall ein echter Hingucker. Darauf haben mehr als ein Kind Platz und somit hat man einfach nicht mal dieses ganze Durcheinander auf einer Decke. Die Krabbeldecke verlinke ich euch einmal unten, da kommt ihr direkt zum E-Book. Im Schnittmuster selber ist auch nochmal ein Schnitt für ein Regenbogenkissen drauf. Also man kann passend zu dieser Krabbeldecke auch nochmal ein Kissen nähen. Und natürlich auch noch was für die Mamas, das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir brauchen ja auch ab und zu mal eine coole Sache, die wir für uns nähen. Ich habe vor ein paar Wochen 3 T-Shirt-Hacks gezeigt, und zwar wie man aus super langweiligen Basic-T-Shirts 3 richtig coole Teile machen kann. Also eine Art Upcycling. Ich habe einmal ein geraffeltes Croc-Top gemacht, und zwar aus dem alten Umstandsshirt von mir. Das brauche ich nicht mehr. Ich habe auch niemanden momentan, der schwanger ist in der Familie, deswegen habe ich gedacht, okay, dann funktioniert das einfach um. Das Teil trage ich tatsächlich sehr gerne auch, wenn es jetzt draußen schon ein bisschen wärmer ist. Es ist so ein bisschen höher durch dieses Geraffte und man kann es halt super zu so High-Waist-Jeans anziehen. Dann war noch die Idee, aus 2 T-Shirts 1 zu machen. Das heißt, man startet die T-Shirts in der Hälfte durch und verbindet die dann mit einem anderen T-Shirt. Es soll allerdings natürlich die gleiche Art von T-Shirt sein. Und so habe ich hier so ein Color-Blocking gemacht aus Schwarz und Weiß. Und das trage ich auch tatsächlich sehr gerne. Ja, und die dritte Idee war, so eine Voulant-T-Shirt zu machen, indem man einfach die Ärmel, den Bund abschneidet, das Ganze mit dem Rollsaum zusammenrollt, also dass sich das so schön rafft, und noch so einen Voulant-Bereich mit einzuarbeiten, dass man hier einfach so ein paar Ruschen hat. Und das ist auch super süß geworden. Alle Videos verlinke ich euch einmal hier oben oder auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Also wenn dich hier irgendein Thema besonders interessiert, dann schau einfach mal direkt unten, da findest du direkt den Link. Ein Schnittmuster von mir auch ist die Latzhose Lono und die ist bei euch immer sehr belebt, sobald es draußen ein bisschen wärmer wird. Die gibt es in 2 Größen, in einer langen Version, also so für die Übergangszeit ist das bestens geeignet, oder auch in der kurzen Version. Und ich habe das schon genäht aus Musselin, also aus Webware, aber auch aus Jersey. Was ich noch nicht probiert habe, sind so ein bisschen festere Stoffe wie Cord. Aber hier gibt es ja auch so Jersey Cord, also doch für die kälteren Tage könnte das auch gut funktionieren. Und das werde ich auch mal ausprobieren. Ich finde es super, weil die Kinder halt einfach bequem angezogen sind. Die können rumtoben, die können sich dreckig machen. Ja, und es sieht auch noch gut aus. Hier findest du auch wieder das E-Book, einmal unten in der Videobeschreibung. Ich habe sie direkt verlinkt, kannst du direkt mal vorbeischauen. Mein Boho-Rucksack, den ich aus einem Ikea-Teppich genäht habe, den habe ich leider nicht mehr, der wurde nämlich geklaut. Aber der ist auch super einfach zu nähen. Und diesen Teppich, den gibt es jetzt leider nicht mehr bei Ikea mit den Streifen. Allerdings gibt es den in einfarbig, also in diesem klassischen Beige. Den habe ich ja auch schon überall hier in der Wohnung verwendet. Ich habe da so einen Wandteppich gemacht fürs Kinderzimmer mit dem ABC drauf.
oder auch Kissen, die bei uns im Schlafzimmer sind. Ich verlinke euch die Videos auch mal unten. Den kann man wirklich vielseitig einsetzen. Und hier habe ich den für diesen Rucksack verwendet. Und zwar brauchst du dann auch noch ein bisschen Lederreste oder Kunstlederreste. Und der ist auch richtig cool zu nähen. Du brauchst noch einen Reißverschluss. Und er sah halt einfach so arg cool aus. Er hat irgendwie so einen richtigen Boho-Charakter. Und am besten finde ich auch immer Sachen, die man upcycelt, weil man aus alten Dingen, die man nicht mehr braucht oder sonst entsorgen würde, einfach was Neues macht. Und aus dem Hemd, was er nicht mehr getragen hat, habe ich gleich, ich weiß gar nicht, habe ich 6 Sachen rausgemacht. Auf jeden Fall super viele Sachen aus einem Hemd, das hätte sonst in die Altkleidersammlung gehört. Ich habe zum Beispiel einen süßen Sommerhut genäht. Das ist ein kostenloses E-Book, das habe ich auf Pinterest, glaube ich, gefunden. Ich versuche hier das mal rauszusuchen, das verlinke ich euch unten. Und ich habe zum Beispiel auch noch ein Sommerkleid für die Kleine genäht. Dadurch, dass man ja bei dem Hemd schon diese Knopfleiste hat, ist das so ein echt süßer Hingucker einfach für so ein Kleid. Ja, und hier brauchst du eigentlich nur ein Kleidungsstückchen von deinem Kind, am besten halt ein Kleid, was du auflegen kannst und dann hier das Ganze einmal abhaust und dann daraus dann das Kleid nähst. Da gibt es echt ganz, ganz viele Ideen, wie man das noch machen kann mit Flügelärmelchen. Da kann man sich echt mal inspirieren lassen im Internet. Und oft haben diese Hemden natürlich auch ein richtig cooles Design. Also das kann man durchaus auch gut für die Kinder hernehmen. Ja, das waren meine Nähideen für den Sommer. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Das ist dieses Blocking Color. Color Blocking.